Tag auch und willkommen zu Let's Play Amiibo Touch and Play Nintendo Classic Highlights Together mit dem aufkopierten, aber selten erreichten Adrian aus Long Island. Nein, Steve. Danke. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Software, die man runterladen kann. Insgesamt sind 30 Spiele dabei, 22 NES-Spiele und 8 Super Nintendo-Spiele. Allerdings nur kurze Ausschnitte. Man muss Amiibos einscannen, 10 habe ich ausgepackt, die werden wir benutzen und kriegt dann ein zufälliges Spiel zugelost. Ein Amiibo kann man bis zu 10 Mal einscannen, um eine neue Szene aus dem Spiel freizuschalten. Für jede Szene hat man insgesamt 180 Sekunden Zeit und Adrian und ich dürfen uns jetzt Amiibos aussuchen und wählen die. Die ausgepackten Amiibos, die ich habe, sind 3 Pokémon, Mew, Pikachu, Pummeluff, dann habe ich Bowser, der beste Nintendo-Charakter von allen natürlich war Luigi. Du bist natürlich ein Freund vom Pfirsich. Mario, aus Mother 2 oder auch Earthbound genannt. Ness, der müsste aus Mother 3 sein. Lukas und das Duck Hunt-Duo. Da ich Gastgeber bin, wähle ich zuerst. Frau Luigi, du nimmst den Pfirsich? Muss ich ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du ihn nimmst, nehme ich ihn. Dann nehme ich Bowser. Er gibt mal Mewtwo. Ach ja, Mewtwo, nicht Mew, richtig. Yay. Dann schnapp ich mir... Ich nehme Ness. Dann nehme ich jetzt Pikachu. Dann nehme ich Pummeluff. Dammit, ich wollte alle Pokémon haben. Das Duck Hunt Duo. Das Duck Hunt Duo. Mario oder Lukas, weiß ich nicht. Mario ist irgendwie so klassisch. Ich nehme... Ach komm, dann teilen wir die auch auf den Chris und Lukas. Dann nehme ich Mario. Yay. Und dann würde ich sagen... Hauen wir mal rein hier. Willkommen bei Amiibo Touch and Play Nintendo Classic Highlights. Wenn du ein Amiibo hast, lies es ein, um zu spielen. Berühre Bums, also dieses Feld auf dem Wii U Gamepad mit einem Amiibo um legendäre Szenen aus NES und SNES. Ja, 3 Minuten lang haben wir. Noch was Spannendes? Nichts Spannendes mehr. Ist übrigens nicht gesagt, dass du jetzt auch mit Mario zum Beispiel ein Mario-Spiel freischaltest, sondern das kann sein, dass du Mario einscannst und kriegst dann, weiß ich nicht, ein Kirby-Spiel. Ich hoffe, dass wir von den 30 Spielen 10 gute kriegen und nicht irgendwelche Grütze. Wir werden es rausfinden. Mit welchem möchtest du starten, Adrian? Ich starte mit Lukas, weil er hier als erster liegt. Hau rein, stell rauf. Oh, das geht aber flott. Um dieses Amiibo zu verwenden, musst du Besitzer und Spitznamen festlegen. Möchtest du... warum? Ja, Spitzname will ich nicht. Muss ich wirklich? Kein Spitzname festgelegt? Kein das so? Wie das? Registrierung, Berührung der Amiibo, solange bis die Registrierung abgeschlossen ist. So, mein Amiibo. Entferne das Amiibo. Ist entfernt. Jetzt nochmal. Oh, tschüss Lukas. Welches Spiel wird es so sein? Wir werden es gleich herausfinden. Yay. Metroid! Glückspilz! Nice, 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 nice. Du kannst jetzt 10 aus Metroid spielen. Cool. Cool, 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 cool. Soll ich direkt starten? Ja, hau rein. Ich hau direkt rein. Metroid startet von jetzt an jedes Mal, wenn du dir das Amiibo einliest. Ah, okay. Ja, und du kannst jetzt auch während der Spielszene, theoretisch, wenn du keinen Bock mehr hast, einfach das Amiibo erneut draufstellen, dann springst du gleich in die nächste Szene. Cool. Ja, probier's aus. Auf geht's. Ah, ja, Action. Ja, ja. Und da taucht Samus auf. Ist auch gleich die erste Szene. Okay, kann man schießen? Müsste der Start sein, tatsächlich, glaube ich auch. Also ich habe Metroid selbst nie durchgespielt, leider. Ich wollte es ewig schon mal nachgeholt haben. Ist aber ein schönes Spiel. Oh, 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 nein. Ah. Okay, jetzt habe ich das so langsam verstanden. Hoffe ich. Man kann sich nicht ducken, das ist doof. An sich dürfte du nur 2 Tasten haben, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ich hochspringen kann und wie ich mich drehen kann. Türen musst du aufschießen bei Metroid. Ah. Und du hast 14 Lebenspunkte, sehe ich gerade. Das ist nicht viel. Ich habe auch schon ganz viel Schaden bekommen. Kann ich hier irgendwie das unten kaputt machen? Du kannst, wenn du dich duckst, dich in so einen Ball verwandeln. Kann aber sein, dass du erst ein Upgrade dafür brauchst, dass es am Anfang des Spiels noch nicht zur Verfügung steht. Du kannst nämlich dann auch irgendwelche Bomben legen, wenn du durch die Gegend rollst. Oh, sieht nicht so aus. Ja, dann geht das wahrscheinlich erst ab Szene 2, 3, wer weiß. Du hast auch noch keine anderen Waffen. Ich glaube, Raketen gibt es noch in all so einem Gedöns. Mit Raketen kann man dann rote Türen aufschießen. Ich bin kurz vorm Abnippeln. Okay, nee, irgendwie soll ich hier durchkommen können. Dann musst du runterdrücken können. Nee, da passiert nichts, wenn ich runterdrücke. Bin zu doof dafür? Glaube ich auch. Ey! Dann scanne das Amiibo ein und spiel die nächste Szene. Dann konntest du halt hier nur bis hier spielen, würde ich sagen.
Es gibt eine Anleitung, so, hier, gucken wir mal. Oh. Nein. Da nicht. Da hat jemand anderes Amiibo. Nee, das gleiche nochmal, nächste Szene. Achso. 15 hast du. Szene 2. Szene 3, Szene 2 haben wir übersprungen, sauber. Was? Mir, das hast du ein paar Mal zu oft gescannt. Ich noch... Oh, Bosskampf, ich raste aus. Ach. Ich komm nicht. Und nochmal, klar, alle guten Dinge sind drei. Ich weiß nicht, ob du links hochkommst. Oh, das 55 Raketen oder was? Die anderen Schüsse auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich hier hochkommen soll. So, und jetzt einfach links rüberspringen. Ja, du kannst auch runterlaufen nochmal. Ich bin nicht begeistert von der Steuerung. So, jetzt, ich hab's geschafft. Wahnsinn. Also, wie gesagt, den Boss kenne ich selbst gar nicht. Jo, gut, okay, gehst du da lang. Ich hab nicht auf die Tür geschossen. Sag mal, deine Lebensenergie. Ich glaube hier. Ach, du hast ein Leben verloren oben. Ja, alles klar. Drei Leben hast du, eins ist schon weg. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Lass ich doch einfach raus. Ich glaube, du sollst den Boss platt machen. Ja. Ich komme hier nicht hoch wegen den Projektilen, die da festgefroren sind. Aber wenn ich die anschieße, dann frieren die fest, Mann, aber. Ja, dann frier die irgendwo fest, wo sie dich nicht stören. Versuch mal, ob du irgendwie Waffen wechseln kannst. Mit oben drücken, B oder sowas. Passiert nichts, wenn ich drück B zum Schießen. Ich hab ja nur zwei Tasten. Select? Ja, Select. Guck mal. Hält ganz schön was aus, das Biest, kann das sein? Das Ding hält eine ganze Menge aus. Du hast gewonnen, Adrian, ich raste voll aus. Ich weiß nicht, ob man das gewonnen nennen kann, aber ist okay. Kann ich jetzt den Boss hier durch, oder? Kannst du jetzt nach unten drücken und dich kringeln? Ja! Na, siehst du, dann kannst du jetzt noch diese Bomben legen wahrscheinlich, ne? Mach mal. Ja. Jo. Ja, dann kannst du damit dann links durch? Stimmt, das kann man ausprobieren. Also wie gesagt, ich war so weit hier im Spiel definitiv noch nie. Ich habe, glaube ich, nur den ersten Boss mal gelegt. Ich hab das Problem, dass ich... Ah doch, ich kann spielen. Deine Raketenschüsse werden automatisch wieder aufgeladen. Ich glaube, du kannst in der Demo wahrscheinlich gar nicht sterben, oder? Kann sehr gut sein. Oh, Energy, Alter. Mach dich doch gerade, steh doch mal auf. Ist doch nicht gut für den Rücken. Energy. Du. Woo. Joa, scan mal, ich glaube, das war's. Es ging ja wahrscheinlich nur um den Boss hier in der Szene. Das kann sehr gut sein. So, okay, dann scanne ich nochmal. Obwohl ich fast die Szene 2 nochmal spielen würde. Wir können ja mal gucken, ob wir da nochmal wieder hinkommen. Oh, ich hätte erwartet, dass die Plattformen irgendwie runtergehen oder so. Ich glaube, das sind Metroids, ne? Ich bomb die jetzt weg. Mistviecher. Die gehen auch nicht weg. Wie viel halten die dann aus? Musst du vielleicht mal aufstehen und die wegschießen oder so? Würde ich versuchen. Tür muss jetzt ja eh aufschießen. Ich kann die auch wegbomben. Ich krieg die bestimmt weggebombt. Ich versuche das. Das sieht nicht so aus. Ich weiß. Ich will, dass ich es auch kurz loslässt, bevor ich groß werde. Ah! So kann ich nicht schießen. Samus ist auch ein bisschen blau gerade. Ah! Was? Kriegst du die so nicht los, wenn du jetzt schießt? Nein! Ich kann nicht schießen! Das ist schlecht. Ich weiß auch nicht, ob du die gelbe Tür mit einem normalen Schuss aufkriegst und da nicht vielleicht die Rakete verbrauchst. Ja, lass mich erstmal von den Viecher kommen. Ha! Ja. Mistvieh. Jetzt habe ich Raketen. Jetzt ist Samus pink. Ach, leck mich. Das ist eine ganz schön nervige Szene, kann das sein? Ich versuche das Ding da oben wie den anderen reinzubacken. Wäre schön, ja. Ja, ich werde definitiv gleich sterben. Jetzt hoch, ja. Ja! Geht nicht so schnell. Ah! Wenn die nach unten fest, du kleben wäre auch nicht verkehrt. Wenn ich das hinkriegen würde? Diese Ballwechselanimation ist nicht so schnell. Hm. Und Todd? Wahrscheinlich. Und Todd. Gut, und scannen, Szene 5, weiter geht's. Hast du das Passwort aufgeschrieben? Nein. Ich habe auch keine Ahnung, mach einfach mal.
Was hast du gesagt? Ich dachte, man kommt da unten vielleicht durch. Okay. Ich gehe jetzt einfach zurück. Ich glaube, auf dieser Ebene nach links vielleicht schießen oder so? Kann sein. Was? Doch. Ja, doch, ist okay. Ich würde aber ultra fehl. Das muss ziemlich spät im Spiel sein, weil das sieht sehr schwer aus hier mit dem ganzen Scheiß, der dir entgegengewuselt kommt. Ah, und ich bin sowieso nicht so der Plattformer-Experte. Hat man gar nicht gemerkt bis jetzt. Danke. Ich hoffe nicht, dass du die Mario-Spiele kriegst, die will ich ja haben. Will ich aber auch haben. Ich denke, du bist nicht so der Plattformer, du kriegst Dr. Mario. Wahrscheinlich kriege ich das gleich, ey. Gegen Dr. Mario hätte ich auch. Wieso ist es wieder größer geworden? Hier, du musst dich halt beeilen damit. Das schon. Das heilt. War das eine organische Tür? Warum? Das zieht sich ewig so weiter, oder? Kannst du die Knisten, die dich bepflastern, kaputt machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich werde es nochmal ausprobieren. Scheint nicht so, ne? Nee. Joa, willst du uns nochmal zur Szene 2 scannen? Ich mach das jetzt hier durch. Müssen wir uns noch 80 Sekunden lang angucken, wie du Türen abballerst, während du von lustigen Donuts und komischen Streifen abballerst? Ich krieg das hin. Was ist so schwer zu verstehen? Ah! Das war sehr eine andere Idee. So, wir machen das so. Hier unten mich am wenigsten beschossen, ja. Achtung, es kommt ein Kringel von unten. Ja, die können manchmal. Okay, ich kann mich wirklich mal. Krieg ich das hin? Krieg ich das hin? Siehst du alle Kringel? Nur ich an. Die Idee ist eigentlich nicht schlecht, wenn diese Kringel nicht wären. Hm. Okay, ich mach der Tür auch gar keinen Schaden von da aus, wunderbar. Gut, hat sich erledigt. Oh, fast, Adrian, du bist fast durch. Ich spring einfach mal noch hoch, das ist jetzt mein Plan. Hast du die Tür? Sekunden noch. Oh, guck mal, du bist fast durch. Nein, bin ich nicht. Hör auf. Ich finde das nicht lustig. Ich schon. Können wir nicht Shooter spielen? Gibt's ja auch Counter-Strike drauf. Das ist doch ein Shooter. Das ist wie Counter-Strike. Läufst durch die Gegend und ballerst. Du. Das ist noch eine Tür gewesen. Das geht wahrscheinlich ewig so weiter, ja. Willst du noch mal gucken, ob du zu Szene 2 kommst, oder was? Ja. Na dann, hü. So. Oh, wieder ein Bosskampf. Aber ich kann mich zu einem Ball machen. Ja, ist das Bowser? Keine Ahnung, aber es ist... Wir minen das Viech voll. Du hast auch Raketen im Zweifelsfall. Ja, aber ich habe auch Minen. Siehst du, wie konnte ich hier ausweichen? Nee. Also nicht. Oh, nein! Da sieht man mal, wie wenig Metroid ich gespielt habe. Ich weiß nicht, was das mit dem Farbwechsel von Samus auf sich hat, warum sie jetzt pink ist. Ich habe Raketen ausgewählt. Ja, macht sie mit dem Waffenwechsel den... zieht sie sich um? Nein. Oh, ich habe auch andere Bomben. Wenn du die Rakete ausgerüstet hast? Nee, habe ich doch nicht. Ist der nicht so einfach? Nein. Kommst du darauf? Ist der einfacher als der aus Szene 3 oder schwerer? Was sagst du? Eins einfacher, definitiv einfacher. Oh, ich glaube, das funktioniert nicht. Das prallt dann an seinen Schüssen ab. Deswegen mache ich keinen Schaden. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich stimme jetzt einfach rein. Komm hier, wir brute-forcen das Ding. Ich habe mehr als genug Leben. Ich will hier von der anderen Seite brute-forcen, oder? Ach nee, dann nimmt er die auf die andere Seite wieder. Wahnsinn, Adrian. Ich weiß nicht, ob man das als Wahnsinn bezeichnen kann. Doch, super gut. Dann mache ich jetzt... Also als Wahnsinn kann man es auf jeden Fall bezeichnen. Ich habe hier noch was. Das geht noch weiter? Ja. Au. Ich erinnere jetzt einfach alles. Komm, lass mich hier. Mach durch. Beim Sprung machst du den Viechern Schaden. Interessant. Bestimmt auch nicht allen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Hoch, Adrian, hoch.
sauber. Wenn ich Samus drehte, ist es so schwierig zu steuern. Ja. Mit dem Drehen kann man irgendwie weiter nach oben. Ich habe bloß noch nicht ganz rausgefunden, wie das gehen soll. Weiß ich nicht, aber ich glaube, 90% aller Spieler würden versuchen, diese braunen Krümel wegzuschießen. Das ist eine vielleicht gar nicht so doofe Idee. Ey. Nein! Und hü. Ja, so geht's natürlich auch. Jetzt nicht mehr. Genau so. So, aber auf die Plattform. Quatsch, ich werde jetzt hier so nach oben klettern. Sauber. Okay, weißt du was, man kann ja auch nach unten schießen. Wir machen das so. Und Ende. Nein, ich wollte wissen, was hier unten noch ist. Okay. Gut, danke. Wie nimmst du denn jetzt? Ja, wenn du... erstmal das Ladekabel nebenbei anschließen. Lukas hat es, nehme ich dann Ness. Du hast mir das falsch rumgegeben, ist auch geil. So, Ness, Abfahrt. Das mit dem Scan geht echt flott. Mhm. Kein Spitzname, danke. Und es gibt... Super Mario Bros. 1! Du hast Mario bekommen. Geil. Ich möchte Kirby bekommen. Kirby's Adventure ist, glaube ich, mit dabei. Das ist auch richtig geil, das Spiel. Na, wollen wir doch mal. Gott, hab ich das ewig nicht mehr gespielt. Um Level 1 will ich schaffen. Das spielt sich doch mit dem NES-Controller besser als mit diesem riesigen Tablet in der Hand. Ich glaube, der genau. Ja, scheißegal, ich kann Stern. Dass du das noch wusstest. Einige Sachen vergisst man einfach nie. Wird das schon geil. Zu wenig Gas, scheiße, und die Sprungtaste nicht lange noch getroffen. What? 19 sehe ich gerade, wow. Aber hey, in knapp 40 Sekunden durch, nicht schlecht. Kann ich jetzt echt noch weiterspielen? Ich hätte gedacht, Szene 1 wäre jetzt wirklich nur World 1-1. Okay. Hier kannst du abkürzen in Welt 4, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht so beschissen doof anstelle. So zum Beispiel. Wie viel Leben habe ich denn? Ach, scheiß drauf, nächste Szene. Oh, Unterwasserlevel, die beliebten Level. Ich habe die Wasserlevel immer gehasst. Ja, die mag keiner. Ich habe die immer mit meinem kleinen Bruder machen lassen. Cheep, cheep. Aber die Musik ist hier so herrlich entspannt. Oh, knappes Ding. Wie lang ist denn das Level? Scheiß Fisch. Du. Oh Gott, da kommt noch eine Piranha-Pflanze raus. Die passt da aus. Jetzt mit Schmack ist. So nicht. Fast 4000 wollten wir da sehen. 4000. Ich würde sagen, ein Level pro Szene reicht, oder? Kannst du gerne weiterspielen. Ich weiß nicht, ob wir uns so lange mit dem ganzen Kram aufhalten wollen. Ach so, Szene 1 wäre dann wahrscheinlich bis zu 2-1 gewesen, weil die hier bei 2-2 anfängt. Kann das sein? Das kann sein. Ich habe dieses Spiel damals nie richtig durchgespielt, von Level 1 bis 8, sondern immer nur mit den Röhren abgekürzt. Hm. Müsste man eigentlich mal machen. Auch Mario Bros. 3 habe ich nie durchgespielt und nur alle Welten spielt, sondern immer nur mit den Flöten.
und Mario Bros. 2 habe ich nie durchgespielt. War Mario Bros. 2 das Ding für Game Boy? Nee, alles für NES. Mario Bros. 2 war das, wo du das ganze Gemüse aufhebst aus dem Fußboden und durch die Gegend wirfst. So. Ja, wie gesagt, ich habe nur die Game Boy-Teile gespielt. Komm, reicht. 3-1. Die Game Boy-Teile? Ja. Ich weiß nicht, wie hier der erste war oder wie er heißt. Ich weiß nur, dass ein riesiger Baum in der Mitte war. Okay. Ach, Mist. Jedenfalls ganz schön aus der Übung. Soll mal irgendwo was drin sein oder nicht? Ja. War hier nicht irgendwo Hammerrüder? Genau. Nur einer? Das ist ja gut. Komm her. Nein. So. Danke. Guck mal, Alter. Trampolin. Alter, Trampolin in den Tod. Ich fand, das war eine Glanzleistung. Ja. Sehr elegant auch gelöst. Wieso habe ich jetzt 2? So. Ob du bei jedem Tod einen mehr kriegst? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich wäre in der Mitte was gewesen, wa? Vielleicht. Kinder, was kommt denn hier schon wieder alles? Kommt mal wieder entgegen? Nein. Will ich oben noch reingucken? Fällt eigentlich nur auf, oder? Na bitte, haben wir die Pflanze mal gesehen. Das spielt sich auch scheiße mit der B- und A-Taste statt mit der Y- und B-Taste. Das wäre schöner. Aber gut, so beschissen hat es sich ja auch im Original gespielt. Hm? Die 4000 sehen wir nicht mehr. Komm, dauert. Weiter. 4-1. Och, nee, nicht mehr Lakito, der alten Kackpflanze. Das nehme ich. Aber du kannst ihn doch auch erledigen, oder nicht? Ja, wenn man sich ein bisschen clever anstellt, bestimmt. Oh. Er kommt halt bloß irgendwann wieder. Ich komme zum Glück auch wieder. Du musst ihn doch nicht vernichten, du kannst ihn doch ignorieren. Könnte ich, aber wenn ich ihn platt habe, habe ich ja theoretisch erstmal ein bisschen Ruhe. Kriegst du hier schon seine Wolke? Nee, ich glaube nicht. Achso, das ist erst ein späterer Teil gewesen, Anna. So. Bums. Ja, Tatsache. Guck mal, auf einmal ist das Level ziemlich entspannt hier. Ich glaube, ab der Mitte taucht, ne? Ist das hier die Mitte? Ich könnte ihn hier oben nochmal wegflexen, ne? No. Gut, gut. Gut. Och, Kinder, gib mir nochmal eine Blume mit. Die Steuerung ist so herrlich schwammig in diesem Spiel. Zum Schluss kommt er nochmal wieder. Ne, er hat sich verabschiedet. Gut, dafür kriege ich definitiv keine 4000 Punkte. Ja, alles klar. 5-1. Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, das habe ich definitiv immer übersprungen und nicht mal ein bisschen ausprobiert. Ausprobiert. Schön rechts am Rand finde ich übrigens auch Nintendo eShop. Wenn dir die Demo gefällt, kannst du gleich draufdrücken und das Spiel kaufen. Yeah. Ja gut, der Shop geht ja jetzt, glaube ich, im kommenden Februar offline. Echt? Oh. Wii U und 3DS werden jetzt im Februar offline genommen, haben sie angekündigt vor einem Jahr. Deswegen habe ich nämlich im vergangenen Februar fast 400 Euro instantan in den eShop gestopft und diversen Schund gekauft, den ich niemals spielen werde, bevor ich es nicht mehr kaufen kann.
Du hast auch ein 3DS, oder? Ja. Ja, dann, wenn du noch was haben willst aus dem Shop, sieh zu. No. Ach. Scheiße, hätte ich gleich rechts drücken müssen. Oh, das war echt knapp. Wollt's nochmal spannend machen zum Schluss? Natürlich. Diese schwarzen Hintergründe verheißen immer nichts Gutes. Och, Leute, wie oft wollt ihr mir denn hier noch servieren? Ja, das war... Achso, okay. Dann nehmen wir ihn das Level diesmal mit hier, wa? Hm, ja, das habe ich kaum sehen. Ja, dann will ich loswerden. Pilzkinder. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass da einer drin ist. Oh, ich dachte gerade, ich würde runterfallen. So, verschwinde. Sprung mittendrin abgebrochen. Logisch. Oh, fast. Fast sind aber keine 4000. Das ist korrekt. Du behältst die Minzkonter bei. Das fällt mir jetzt erst auf. Ach, warte. Ist ein bisschen Fülle los hier. Was war's? Ich bin doch ganz froh, dass ich das nicht mache. Ach, warte. Oh, ne, noch ja. Was kommt? Voll in den Hammer. Möchtest du Szene 8 übernehmen, Adrian? Ich glaube, das kriegst du schon alleine hin. Nein. Ach, guck mal, die schwarzen Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Es sind jetzt auf die Ingame-Zeit lief die schon immer so schneller. Würde was? Die Time ganz um die Ingame-Zeit lief die schon immer so schneller. Oh, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ja, aber vielleicht ein bisschen langsamer, weil wir das auf PAL hier gespielt haben. Und das jetzt wahrscheinlich NTSC-Geschwindigkeit ist. Juhu! Das war natürlich Absicht, ne? Na logisch. Was, wer baut denn sowas hier? Oh, schön auch dieses ganze Sprite-Geflimmere da drin, ey. Schön original übernommen. Ganz richtig. Ey, komm, ist da mal nicht schlecht. Oh, das ist das Endlevel. Das wird doch sowas von... Nee. So auf jeden Fall nicht. Zwei Versuche noch. Oh, du startest doch klein. Ja, das ist klar. So. Gott, wie war das denn nochmal? Muss halt in irgendeine Röhre rein. Hey, da unten habe ich nicht gesehen. Versuchst du das Level zu speedrunnen? Ich habe ja nur noch 150 Sekunden hier, wir müssen Gas geben. Das letzte Level ist wirklich ein bisschen größer. So. Hier geht's mit Sicherheit nicht rein. Nein. Und hier geht's mit Sicherheit auch nicht rein. Schön finde ich diese Geistergombas. Mit Sicherheit geht's hier rein, meine ich natürlich. Ist aber falsch. Siehst du, ich bin in der ersten Röhre rausgekommen. Das heißt, du musst die richtige Röhre finden. Das ist so labyrinthmäßig. Yeah. Ah, aufgebaut. Die würde bestimmt mich auch wieder nach vorne bringen. Oder ein Stück weiter nach hinten. Ja, gut, das weiß ich nicht mehr, wie das war. Jetzt will ich nochmal anfangen. Ja. Das überspringe ich! Das geht sogar. Wow! Ah, okay, das heißt, ich war schon mal in der richtigen Röhre hier. Siehst du, das ist ein Bereich, der sich mal wieder wiederholt. Welche war das? Die hier? Ja, die bringt uns jetzt in Bereich 2.
Jetzt müssen wir hier die richtige finden. Dann nehmen wir nochmal die hier, oder was? Nein, die nehmen wir nicht. Die ist es bestimmt. Ja. Alter Schwede. Ich glaube, Bowser sehen wir trotzdem nicht mehr. So, Adrian, welche Röhre nehme ich hier? Die dritte. Oh, Cheep Cheep. Eine noch. Die nächste. Müssen wir die scheiß Cheep Cheeps durch die Gegend fliegen? Ach, du Kacke. Wow. So, und nun? Nun krieg ich noch einen Hammer. Wie hab ich denn den gekillt? Ich hab keine Ahnung. Einfach nur geradeaus, sag ich. Ja, das war auf jeden Fall nicht richtig. Oh, da ist Bowser. Den schaffe ich nicht. Ja, da hat ein paar viele Hämmer. Ja, ich muss da irgendwie, ja, weiß nicht, hab ich am liebsten mit Pilz ankommen, in ihn reinrennen, hinten an die Axt ran. Schade. Gut, das war, glaube ich, Folge 1 soweit. In der nächsten Folge fängst du mit welchem Amiibo an? Sag ich nicht. Oh, Überraschung. Bis neulich. Cliffhanger. Thank you.